Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Jungfrauen, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Wie gewohnt decken wir sie natürlich gemeinsam auf. Den Spiegelsee können wir hier schon sehen. Ruhe ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Ruhe kann natürlich in vielerlei Genre eine gewisse gehörige Rolle spielen. Eine gedankliche Ruhe, gedankliche Strukturen, ein kühler Kopf, dieses Meditieren oder Unbeschwerte, dieses Einfache kann tatsächlich dann in der mentalen Welt vorherrschend sein. Ruhe kann man natürlich aber auch im Äußeren praktizieren bzw. auch erfahren dürfen, wenn man beispielsweise Wohlwollen gezollt bekommt, wenn einen Unterstützung beispielsweise entgegengebracht wird. Auch das kann einen natürlich in eine gewisse Ruhe, in eine gewisse Unbeschwertheit verfrachten. Das kann natürlich sehr unterschiedlich dargestellt sein, genauso wie diese Person hier auf dieser Karte ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Auch mit dem Spiegelbild oder dem Spiegeln an sich kann das hier noch zu tun haben. Das möchte ich mir alles natürlich genauer anschauen. Hier haben wir die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist eine Hofkarte im Luftzeichen. Gleich zu den Hofkarten ist zu sagen, dass es relativ egal, ob jetzt hier Schwerter, Stäbe, Kelche oder Münzen dargestellt sind. Jede einzelne Hofkarte im Tarot hat ganz bestimmte Charakteristiken, die dann entweder auf euch oder natürlich auf Bezugsmenschen im Resonanzfall zu beziehen wären. Es kann also jedes einzelne Sternzeichen in jeder einzelnen Hofkarte präsent sein, vorausgesetzt, man kann sich mit diesen Charakteristiken identifizieren. Die Königin der Schwerter ist eine ehrgeizige Person, die ehrgeizigste Energie, die es im Tarot tatsächlich überhaupt gibt. Eine Person, die sich sehr gut konzentrieren und fokussieren kann. Jemand kann hier beispielsweise eine Art Tunnelblick haben. Das heißt, das, was das Hauptaugenmerk jener Person vereinnahmt hat, ist das allererste. Es ist Priorität Nummer eins. Und vieles, um nicht zu sagen alles andere, gerät etwas in den Hintergrund, wird unwichtiger, wird irrelevanter, behandelt man als eine Art Nebensächlichkeit. Die Königin der Schwerter weiterhin eine sehr intelligente Person, jemand mit klarem Menschenverstand, definitiv auch eine sehr wortgewandte und kommunikative Energie geht von ihr oder ihm hier aus, möchte ich mir natürlich noch genauer anschauen. Der König der Schwerter. Tja, der König der Schwerter genauso natürlich wie die Königin der Schwerter eine Hofkarte im Luftzeichen. Natürlich sind diese beiden hier geschlechtlich neutral zu deuten, wie eingangs schon bereits erwähnt. Der König der Schwerter unterscheidet sich in wenigen Dingen von der Königin der Schwerter. Genauso gut ist er oder sie hier mit einer vielleicht höheren Intelligenz gesegnet. Jemand mit klarem Verstand, jemand mit strukturiertem Denken, logischem Denken. Jemand, der sich genauso gut konzentrieren und fokussieren kann wie eine Königin der Schwerter. Der König der Schwerter hat auch noch die Eigenschaft, dass er oder sie ganz konkrete Entscheidungen trifft und in so ziemlich allen Fällen bei diesen Entscheidungen auch bleibt. Es gibt vielleicht ein von 100 Malen, wo sich dieser König der Schwerter umentscheiden würde, bezugnehmend auf eine Entscheidung, die er oder sie bereits getroffen hat.
Beide Personen, Königin und König der Schwerter, können nach außen hin etwas desinteressiert wirken, etwas kalt oder gar kaltherzig wirken, vielleicht auch so, als hätten sie ihren Kopf in den Wolken, so könnte man es sagen. Diese Menschen kommen einem manchmal so vor, als würden sie einem nicht richtig zuhören oder als würden sie einem die sprichwörtliche kalte Schulter zeigen. Ich sehe hier zwei Menschen direkt nebeneinander, das heißt direkter Bezug zueinander. Und ich sehe hier jemanden, der gerade ausschaut und jemanden, der auf jemanden schaut. Das könnte hier gut und gerne Interesse signalisieren. Das könnte hier gut und gerne eine Art Wellenlänge oder eine Art passende Chemie zwischen zwei Menschen darstellen, worüber sich einer bewusst ist, worüber einer vielleicht auch gut und gerne jenen Menschen in Kenntnis setzt oder es ihm oder ihr zeigt oder signalisiert, der jeweils andere, nämlich der König, der schaut hier starr vor sich hin. Dieser Mensch, der zuckt nicht einmal mit der Augenbraue. Diese beiden Personen scheinen mir die Hauptantagonisten hieran zu sein und die möchte ich mir natürlich auch noch genauer anschauen. Die Welt in der Mitte des Readings oben stellt meistens entweder einen Zyklus dar, der im Begriff ist zu enden, und ein neuer Zyklus, der dann im Begriff ist automatisch zu beginnen. Ein altes Kapitel wird zugeklappt, ein neues Kapitel wird begonnen. Das ist meistens die Grunddeutung der Welt. Die Welt kann aber auch weiterhin für den Alltag stehen, für das Alltägliche, für das Gewohnte, für das, was man nicht anders kennt. Es wäre hier noch sehr vielseitig zu deuten. Entweder habt ihr beide einen regelmäßigen Umgang miteinander. Man kann es auch ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, liebestechnisch oder partnerschaftlich vielleicht auch sogar formulieren. Und dann bedeutet ihr euch gegenseitig die Welt im sprichwörtlichen Sinne. Genauso gut könnte man hier eine gewisse Eingeschränktheit empfinden. All das möchte ich mir natürlich anhand der Klärungen und Spiegelungen noch genauer anschauen. Die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist eine ganz klassische Gesprächskarte, genauso wie es eine Heilungskarte ist, eine von dreien, die es im Tarot gibt. Die Mäßigkeit bezieht sich im kommunikativen Aspekt auf sehr empathische Gespräche. Das sind meine Lieblingsgespräche oder meine Lieblingskonversationen. Da fühlt man sich in das Gegenüber hinein. Da versucht man ihn oder sie auch wirklich konkret und korrekt nachvollziehen zu können. Man versetzt sich in dessen Lage sozusagen. Diese Gespräche fühlen sich manchmal an, als wären gerade mal 5 Minuten vergangen. Dabei sitzt man schon mehrere Stunden beieinander. Mit der Mäßigkeit auch der heilungstechnische Aspekt hier in der Spiegelung zum König der Schwerter könnte bedeuten, dass hier die ein oder anderen Signale gesendet werden, dass hier jemand Andeutungen oder Anzeichen von sich gibt, dass da Interesse besteht, dass dieser Mensch nicht seinen Kopf in den Wolken hat, sondern gut und gerne natürlich wahrnehmen kann, wie hier eine ganz bestimmte Königin der Schwerter jemanden beobachtet, an jemanden Interesse hat. Dies kann durch einen Informationsaustausch natürlich stattfinden. Da merkt man dann beispielsweise, dass dieser Mensch nicht abweisend ist oder einem nicht die kalte Schulter zeigt, sondern man wird hier vom Gegenteil unterrichtet. Das ist eine beispielhafte Deutung, die ich euch hier nennen kann, aber auch die Mäßigkeit möchte ich mir natürlich noch genauer anschauen. Und hier haben wir das Ass der Kelche. In manchen, das sind dann schon spezielle Szenarien, kann auch das Ass der Kelche als eine Art Heilungskarte fungieren. Generell deutet es aber auf einen Neustart hin, auf einen möglichen Neustart, also das Potenzial zum Neustart. Jedes einzelne Ass deutet auf etwas derartiges hin und gerade auch mit der Welt hier in der Mitte kann es hier gut und gerne eine Art neue Ära einleiten. Das Ass der Kelche steht für unterdrückte Gefühle, Gefühle, die raus wollen, Gefühle, die vielleicht auch erst in der Entstehungsphase sind. Das kann manchmal auch sein. Die berühmten Schmetterlinge im Bauch könnten das dann hier darstellen. Ass der Kelche auf die Königin der Schwerter in der Spiegelung bedeutet, dass hier jemand doch schon mehr empfindet als das, was er oder sie bereit ist, preiszugeben. Jemand hält sich hier bedeckt, jemand hält sich selbst im Zaum sozusagen, will nichts überstürzen, will nichts übereilen, will schon gar nichts falsch machen. Das ist meistens dann auch das Bestreben einer Königin der Schwerter in einer derartigen Situation. Wenn man hier an jemanden Interesse hat, hält man sich trotzdem zurück. Man geht jetzt hier nicht in die Vollen, man geht hier nicht auf Angriff, man hat Angst davor, etwas falsch zu machen, etwas Falsches zu sagen, etwas Falsches zu tun und sich dann sozusagen seine Chancen bei jemandem zu verspielen. Das ist ganz typisch Kopfmensch und hier haben wir schon zwei Kopfmenschen dargestellt. Natürlich möchte ich mich den
mit den Klärungen und Spiegelungen, oh ja, okay, noch mehr darüber, in Erfahrung bringen. Aber es deutet ja sehr stark auf ein zwischenmenschliches Reading hin, liebe Jungfrauen, welches hier in die heiße Phase gehen könnte, wo man von einer Kennenlernphase zwischen zwei Menschen sprechen kann, die sich schon länger ziehen kann, aber die jetzt hier gut und gerne mit der Welt in der Mitte eine Art neues Kapitel erfahren darf. Vorher hat man sich beispielsweise ein paar Mal in der Woche gesehen, hat sich ein paar Mal geschrieben vielleicht, natürlich vielleicht auch mehrmals die Woche oder vielleicht sogar mehrmals am Tag. Aber so richtig dingfest die ganze Sache wurde noch nicht gemacht. So richtig hat hier noch keiner von euch beiden gesagt, worauf es wirklich ankommt. Nämlich, dass man Gefühle für jemanden hat, dass man Vorstellungen mit jemanden hat, dass man Wünsche, Ziele und Träume erreichen möchte im zwischenmenschlichen Sinne. Das sind dann die essentiellen Sachen in Sachen Partnerschaft, Beziehung, Freundschaft etc., die hier noch nicht zur Sprache kamen. Sie sind sich wohlwollend gegeneinander eingestellt, das sieht man hier schon sehr deutlich, aber ich glaube, dass man hier sich angreifbar machen würde, wenn man zu viel von seinen eigenst empfundenen Gefühlen und Emotionen gestehen würde. Und ich kann so ein Verhalten natürlich nachvollziehen, man sieht das hier sehr deutlich und gerade ist es typisch Kopfmensch vor allem, aber die Liebenden hier im Outcome bedeutet schon Potenzial zwischen euch beiden. Es bedeutet hier definitiv, dass man hier den Wunsch hat, das Ziel hat, den Traum hat, das Vorhaben hat, doch schon sich mehr kennenzulernen, näher aneinander zu wachsen, durchzudringen oder gar hat man es hier mit einer ganz klassischen Wunschpartnerschaft zu tun. Das möchte ich mir, wie gesagt, jetzt noch genauer anschauen. Die Vier der Kelche. Das könnte hier gut und gerne die Angst natürlich sein und diese Angst wäre hier ja, in zwei Sinnen potenziell einzugrenzen oder zu benennen. Nämlich einmal könnte man hier Angst haben, davor abgelehnt zu werden. Das ist im zwischenmenschlichen Sinne der klassische Korb, die Vier der Kelche. Da will der eine Mensch den anderen Menschen nicht, auf ganz, ganz einfach deutsch formuliert. Mit den Vier der Kelchen kann man aber auch gut und gerne die Torschusspanik bezeichnen. Man hat hier Angst, irgendwann die Chance verpasst zu haben. Wenn man jetzt nicht aktiv wird, wird man nie aktiv oder irgendwann, wenn man jetzt zu lange wartet, dann schnappt sich dieser Mensch ja jemand anderes. Und deswegen könnte sich hier vorrangig die Königin der Schwerter erstens mal Gedanken darüber machen, ob denn das Gegenüber das Gleiche empfindet, ob man vielleicht bei ihm oder ihr abblitzen würde, wenn man jetzt ihm oder ihr seine Sympathien gestehen würde. Das ist dann die Angst vor dem Korb, die Angst vor der Ablehnung. Oder es könnte hier auch die Angst sein, dass man, wenn man zu lange untätig wird, den Zug verpassen wird. Diese Angst kann natürlich auf eurer Seite präsent sein. Sie kann aber auch von eurem Mitmenschen, von eurem Gegenüber empfunden werden. Das kann so oder so dargestellt sein. Und ihr seid hier gar nicht so unähnlich, ihr beide. Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter ist gerade von der Energie her sehr, sehr ähnlich wie die Vier der Kelche. Ich könnte es jetzt etwas pauschal ausdrücken und sagen, jener von euch beiden, der weniger Kopfmensch ist, der ist wahrscheinlich hier drin dargestellt in der Königin der Schwerter. Jener andere, der hier ein ganz, ganz typischer und klassischer Kopfmensch ist, ist hier im König der Schwerter dargestellt. Die Acht der Schwerter ist der Gedankenkreis, das Zerdenken, der Zerdenkermodus kann man auch dazu sagen. Und hier geht man in seinen Kopf, in seinen Gedanken, die ja, kleinsten Kleinigkeiten manchmal durch. Man geht da in viele verschiedene Richtungen und malt sich sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Szenarien aus, wie etwas es sich entwickeln könnte oder wie etwas passieren könnte. Wenn ich mich jetzt bei diesem Menschen melde, was könnte passieren? Was könnte er oder sie sagen? Könnte ich den falschen Zeitpunkt erwischen? Würde ich mich versprechen? Habe ich dann vielleicht den Eindruck auf jemanden vermittelt, zu viel zu schnell zu wollen? Oder will dieser Mensch vielleicht nur Freundschaft und ich setze dann eine Freundschaft aufs Spiel, weil ich eine Partnerschaft will? Es sind nur ein paar von möglichen Gedanken, die man sich hier bei diesen Achterschwertern auf den König der Schwerter als König der Schwerter natürlich macht. Insofern seid ihr beide, so wie ich es hier im Moment interpretieren und sehen kann, einander interessiert. Aber beide sind hier zu sehr versteift auf mögliche negative Szenarien, die passieren können, haben zu viel Angst davor, sind zu schüchtern, kann man ganz einfach formuliert auch ausdrücken. Aber ich glaube, dass das Verhalten des einen den jeweils anderen unsicher macht erst einmal. Und insofern habe ich hier auch den Spiegelsee fast schon als wörtlich
zu deuten, man spiegelt hier das Verhalten gegenseitig. Dadurch, dass einer hier sehr zurückhaltend ist und sich bedeckt hält, was seine oder ihre innerst empfundenen Ambitionen, Gefühle und Emotionen sind, tut dies der andere aus Vorsichtsgründen. Exakt genauso. Und hier haben wir dann die klassische Spiegelung. In der Mitte auf die Welt geklärt haben wir die zwei der Kelche. Zentrales Thema ist hier diese Partnerschaft, Freundschaft, definitiv die zwischenmenschliche Situation zwischen euch beiden. Zwei Kelche und Liebenden, diese beiden Karten sind jetzt nicht groß und breit verschieden. In vielerlei Situationen wird es hier auf viele von euch im Resonanzfall natürlich auch unterschiedlich zu beziehen sein. Manche von euch haben es hier mit einem zwischenmenschlichen Verhältnis auf der Arbeit beispielsweise zu tun. Dann kann ich von einem Kollegium oder von einem Kollegen oder Kollegin hier sprechen. Manche haben es hier mit dem Nachbarn zu tun, manche mit einem Familienmitglied. Für die allermeisten, da ich auch hier Asskelche und Liebenden habe, scheint es hier tatsächlich dann doch um stärkeres Interesse zu gehen, um den Wunsch zusammenzukommen, um die klassische Wunschpartnerschaft, vielleicht auch Wunschfreundschaft. Das kann in manchen Situationen genauso sein. Aber zwei Kelche, zentrales Thema in der Mitte, es ist die zwischenmenschliche Verbindung, die hier Dreh- und Angelpunkt ist. Zwei Kelche auf die Welt bedeutet, dass hier jemanden tatsächlich jemand die Welt bedeuten könnte. Das ist das Ein und Alles. Das ist Thema Nummer eins. Ich habe euch vorhin vom Tunnelblick erzählt, den diese beiden Menschen haben können, sich konzentrieren auf eine Sache. Und diese eine Sache könnte der jeweils andere sein. Von euch und von eurem Gegenüber natürlich dann auch gesehen. Man denkt kaum noch an etwas anderes oder an jemand anderes als das jeweilige Gegenüber. Der Ritter der Schwerter, die nächste Hofkarte im Luftzeichen. Ich sehe hier definitiv die Energie von einem von euch beiden, weil ich habe hier recht gleiche Energien. Wie auch schon gesagt, der Ritter der Schwerter ist auch eine Hofkarte im Luftzeichen und hat natürlich dann auch diese Charakteristiken der, ja, man könnte sagen, dieser gedanklichen Struktur. Ihr seid hier kluge Köpfe, könnte man sagen. Ihr seid hier Leute, die einen gewissen gesunden Menschenverstand haben, ein normales Denken besitzen. Also jetzt Menschen, die schon, ich sage jetzt mal, auch einen gewissen Erfahrungsschatz haben, aber die auch ein gewisses allgemeines Verständnis haben, ein gewisses Grundwissen haben, vielleicht auch eine gewisse Bildung besitzen. Das ist hier definitiv bei beiden von euch so zu deuten, beziehungsweise auch so verlauten zu lassen. Der Ritter der Schwerter ist da nicht anders. Aber der Ritter der Schwerter, gerade auf die Mäßigkeit geklärt, ist auch eine kommunikative Energie. Und das Kommunikative von einem von euch beiden, und ich kann hier nicht ausmachen, wer von euch beiden das ist, das könnte hier etwas kippen. Ich möchte das anhand eines Beispiels formulieren. Ihr könntet hier gut und gerne bislang sehr nett, sehr freundlich, sehr höflich euch unterhalten haben. Ob ihr jetzt geschrieben habt oder ob ihr euch ausgetauscht habt oder telefoniert habt, das kann natürlich so oder so bislang gegangen sein. Und das war sehr wohlwollend, sehr aufrichtiger, sehr ehrlicher und manchmal auch sehr tiefsinniger oder tiefgründiger Natur. Und dieser Ritter der Schwerter, der hat das definitiv nicht als Deutungsvariante. Der Ritter der Schwerter ist eine aufbrausende Kommunikationsenergie. Das ist jemand, der Kritik ausübt. Jemand, der ja vielleicht ein bisschen fordernd ist, vielleicht ein bisschen forsch ist. Jemand, der provokant sein könnte. Der Ritter der Schwerter ist jemand, der das sagt, was er oder sie denkt. Und das unverblümt in vielen Fällen, vielleicht auch so etwas wie die direkte Kommunikationskarte ist hier in diesem Ritter der Schwerter dargestellt. Und hier mit der Spiegelung auf die Acht der Schwerter sieht man auch schon, woher das rührt. Nämlich von der Verwirrung und von der Konfusion. Wo es doch eigentlich immer so harmonisch ist, so freundlich, so höflich, so nett, so zuvorkommend. Warum hat jetzt dieser Mensch dies und das geäußert? Natürlich kann dieser Mensch so viel äußern, da kann ich euch jetzt 100.000 Beispiele natürlich nennen, aber es ist etwas, was sich deutlich hervorhebt, beziehungsweise sich auch deutlich unterscheidet von dem bisherigen Umgangston zwischen euch beiden. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das seid oder ob das euer Gegenüber ist. Die zwei der Kelche, natürlich stellt man das dann in Frage. Woher kommt das? Warum sagt jetzt dieser Mensch plötzlich sowas, obwohl man das von ihm oder ihr gar nicht gewohnt ist? Hat mich dieser Mensch denn jetzt nicht mehr so gern? Hat dieser Mensch kein Interesse mehr an mir? Hat dieser Mensch mir bisher vielleicht Honig ums Maul geschmiert und zeigt jetzt sein wahres Gesicht? Oder sagt jetzt dieser Mensch, was er oder sie wirklich von mir denkt? Und hat mir vorher eigentlich nur Avancen machen wollen. Es geht einem hier vieles durch den Kopf. Nicht nur bei den Achterschwertern mit der Spiegelung hier, sondern jetzt auch spätestens mit den zwei Münzen vom Wanken kann man hier sprechen, von hin und her überlegen, Pro und Contra abwägen, die Kehrseite der Medaille kann man auch sagen.
Und manchmal hat man hier gut und gerne den Eindruck, dass eine Art facettenreiche Person einem gegenübersteht. Ein Mensch, der gute und auch schlechte Tage hat. Das ist natürlich normal für jeden einzelnen Menschen. Aber dieser Mensch hier, der könnte sich so stark verändert haben von einem auf den anderen Tag, sodass man jetzt hier Schwierigkeiten hat, das Ganze nachzuvollziehen oder einzuordnen. Zwei der Münzen auf die vier der Kelche in der Spiegelung bedeutet, wenn man den Eindruck hatte, man wird gemocht, man wird geschätzt, man wird geachtet, man hat definitiv bei dem einen oder anderen Chancen, dann könnte sich jetzt auf eine sehr plötzliche Art und Weise das Ganze doch schon eher ins Negative verkehrt haben. Da denkt man jetzt eher, okay, man hat keine Chancen. Okay, jetzt wurden mir hier die Leviten gelesen oder jemand hat mich kritisiert und jetzt weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Jetzt weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Man stellt hier vieles in Frage, was eine bisher gewohnte Situation dargestellt hat oder darstellte und setzt jetzt sozusagen das gegenüber, was man hier gehört oder gelesen hat. Der jeweils andere von euch beiden würde es dem anderen gleich tun, weil man hier vom Spiegel sprechen kann. Das, was der eine tut, tut der andere genauso. Und spiegeln, googelt es mal gerne nach, man spiegelt automatisch instinktiv. Man will es nicht, aber man tut es. Das Verhalten des jeweiligen Gegenübers. Gerade bei Menschen, die sich lieben, sieht man das sehr häufig. Wenn man sich jemanden an der eigenen Seite wünscht, wenn man jemanden priorisiert oder favorisiert, macht man das potenziell sogar automatisch. Der Teufel. Der Teufel und die Liebenden da hinten im Outcome deutet tatsächlich auf eine gewisse Abhängigkeit hin bei manchen von euch. Man möchte nicht ohne dem Gegenüber. Manche würden sogar sagen, ich kann gar nicht ohne meinem Gegenüber. Das wäre jetzt für mich persönlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, viele von euch wissen, was ich euch damit sagen möchte. Man hat den Eindruck, dieser Mensch oder kein Mensch. Ohne ihm oder ihr werde ich nicht glücklich werden und nur mit ihm oder ihr werde ich glücklich werden können. Das ist hier eine gewisse Abhängigkeit, die fast schon zu einer Art Sucht werden kann zwischen euch beiden. Liebenden und Teufel sagt so etwas aus. Der Teufel aber auch generell, der hat sehr viele negative Deutungsvarianten, kann auf Ängste natürlich hindeuten, wenn der eine eher so etwas von sich hier gibt und dann könnte man gut und gerne natürlich jetzt Angst haben, wie auch schon gerade hier versucht euch näher zu bringen, dass man doch nicht so gewertschätzt und geliebt und geachtet wird, dass dann doch nichts aus euch beiden werden kann, obwohl es bislang eigentlich sehr gut ausschaute. Das sind dann die Ängste, die Zweifel und die Sorgen, die hier aufkommen in Bezug auf die Zwischenmenschlichkeit. Aber natürlich ist hier auch wiederum sozusagen dieses Abhängige voneinander dargestellt. Dieses, mein Gegenüber sagt dies und das oder tut dies und das, dann werde ich es ihm oder ihr gleich tun im Sinne des Spiegelns. Auch das kann hier in einer ganz speziellen Form natürlich dargestellt sein. Und ich hoffe, ihr versteht das, was ich euch mit diesem gespiegelten Verhalten näher bringen möchte. Es ist etwas Gängiges, etwas, was ihr mit Sicherheit auch nachgoogeln könnt, wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, weil ich würde jetzt locker 2 Stunden brauchen, bis ich euch das etwas umfänglich erkläre. Der Narr ist eine Neustartskarte, genauso wie ein Ass beispielsweise eine Neustartskarte ist. Der Narr kann hier gut und gerne auch für eine gewisse Naivität oder Blauäugigkeit stehen. Allerdings ist der Narr auch häufig ein Wunsch. Und dann ist das der Wunsch für die Freiheit, der Wunsch für die Unbeschwertheit, der Wunsch nach der Hauptenergie, der Ruhe. Man möchte hier an einem ganz bestimmten Punkt wissen, was Sache ist. Das ist die einfachste und die deutlichste Formulierung, die ich hier anwenden kann. Gerade dann, wenn man sich hier in der Energie befindet. Vier der Kelche ist dieses, warte ich jetzt zu lange, muss ich jetzt nicht aktiv werden? Wie lange soll ich noch warten, bis er oder sie den ersten Schritt macht? Oder wie lange soll ich mich noch hinhalten, mich selbst hinhalten, bis ich den ersten Schritt mache? Wie lange geht das noch gut? Wie lange lässt sich das noch vereinbaren? Das ist hier eher die Torschlusspanik. Mit den vier der Kelche ist das dieses sich nicht sicher sein können. Ist da jetzt was oder ist da nichts? Will mein Gegenüber was oder will er oder sie nichts? Ist da für uns eine Art Chance am Horizont oder bilde ich mir das nur ein? Das ist das Wanken, das ist dieses sich nicht sicher sein können. Und gerade wenn man dann hier es mit einem vielleicht wechselhaften Menschen zu tun hat. Hier sehe ich definitiv dieses Sehnen nach Ruhe. Man möchte hier gelassen sein, man möchte hier unbeschwert sein. Man möchte sich nicht die ganze Zeit diese Gedanken machen müssen, um etwas, was jetzt sein kann oder nicht sein kann, was da ist oder nicht da ist, was man sehen könnte oder sich auch einbilden könnte. Man möchte hier zur Ruhe kommen. Man möchte hier im Prinzip wissen, wo man steht. Auf gut Deutsch gesagt, im zwischenmenschlichen Sinne. Das ist hier auch die Hauptenergie. Aber auch der Spiegelsee oder das Spiegeln spielt hier eine gewisse Rolle. Die
Fünfter Kelch, also ich habe hier zwei Menschen, die es sich, ohne dass sie es wollen und wahrscheinlich auch ohne dass sie es wissen oder bemerken, es sich gegenseitig sehr schwer machen. Fünfter Kelche. Fünfter Kelche ist eine emotional negative Karte. Man spricht hier vom Bereuen oder vom Bedauern. Es ist häufig eine Vergangenheitskarte, aber manchmal ist es auch eine gegenwärtige Karte. Und hier könnte einem etwas fehlen. So etwas wie Bestätigung, so etwas wie der Durchblick, so etwas wie eine Antwort auf Fragen, die einem ständig durch den Kopf kreisen, wie man es hier beispielsweise sehen kann. Und das ist hier gerade ganz, ganz typisch für eine Kopfperson. Eine Kopfperson, die geht jetzt hier logisch und rational an diese Sache heran. Macht dieser Mensch Anzeichen und ich empfinde etwas für diesen Menschen, werde ich genauso Anzeichen machen oder ich gehe auf diese Anzeichen ein. Macht ein Mensch keine Andeutungen, muss ich davon ausgehen, dass dieser Mensch auch kein Interesse an mir hat. Und deswegen ist dieses einen auf cool machen oder dieses, ne, Gefühle nicht ausdrücken, sondern sich eben gefasst präsentieren, meistens eigentlich gar nicht die richtige Vorgehensweise, weil man dann jemanden einen Eindruck suggeriert, der verfälscht ist, der nicht damit konform geht, was man eigentlich empfindet. Und deswegen ist dieses auf cool machen oder das sich verstellen, weil man meint, sich verstellen zu müssen, um jemanden zu gefallen oder um jemanden jetzt dazu bewegen, auf einen zuzugehen. Das sind diese Gedanken, die hier sich in der Gesellschaft irgendwie eingebrannt haben. Da wird man von, weiß ich nicht, von irgendwelchen Ratgebern, ob das jetzt Bücher sind oder Dokus sind oder irgendwelche hier Influencer, sagen dann einem, ja, du musst dich mysteriös präsentieren, sodass dein Gegenüber nachfragt, wie es dir geht. Also, ne, ich halte davon nichts und ich habe auch Erfahrungen gemacht, die in diesem Bezug und in diesem Bereich absolut gegenteiliger Natur eher besser wären, als dass man darauf hören sollte. Ich glaube, ihr macht es euch in dem Sinne gegenseitig schwer, weil ihr hier einen auf cool macht, weil ihr euch nicht anmerken lassen wollt, was wirklich in euch vorgeht oder was ihr wirklich haben möchtet im zwischenmenschlichen Sinne. Der eine kann das natürlich mehr oder weniger als der jeweils andere machen, das ist ganz, ganz klar, aber ihr spiegelt hier, ohne dass ihr es wahrscheinlich wollt, vielleicht auch ohne dass ihr es bemerkt. Und Verwirrung und Konfusion ist eine logische Folge von einem derartigen Verhalten. Das ist hier mit den Sieben der Kelchen nicht nur damit dargestellt, sondern auch damit und damit dargestellt. Hier wird man nicht schlau aus dem Verhalten des Gegenübers. Sieben Kelche auf zwei Kelche. Was der eine macht, ist eine Art Rätsel für den anderen, aber der andere, aufgrund dessen, dass es der eine macht, macht es ihm oder ihr gleich. Sieben Kelche auf Welt. Man versteht hier teilweise die Welt nicht mehr. Das Gegenüber war vorhin noch so und jetzt ist er oder sie so. Oder gestern habe ich die und die Nachricht von meinem Gegenüber bekommen und heute bekomme ich entweder gar keine Nachricht oder eine Nachricht, die ja mit gestern überhaupt nicht mehr zu vergleichen ist. Was ist jetzt passiert? Was habe ich gemacht? Habe ich überhaupt was gemacht? War das falsch? War das richtig? Was hat meinen Gegenüber geritten? Was bedrückt ihn oder sie? Das sind die Gedanken, die man hier gut und gerne natürlich sich machen könnte. Und die Verwirrung ist hier ganz, ganz logisch und eine ganz, ganz klare und eindeutige Folge eines derart gespiegelten Verhaltens. Wiederum die Liebenden. Also es geht hier natürlich um die Zwischenmenschlichkeit. Ich habe hier zwei klare Hofkarten. Ich habe hier zwei Kelche Liebenden und nochmal Liebenden. Ich habe nochmal einen zwei Münzen. Ich habe einen Ask. Also natürlich geht es hier um die Zwischenmenschlichkeit. Und Zwischenmenschlichkeit kann natürlich für viele von euch mehr oder weniger intensiv sein. Sprich Wunschpartnerschaft, sprich, dass ihr beide euch lieben könntet. Oder dass ihr euch im wörtlichsten Sinne die Welt bedeutet. Es kann sich hier natürlich aber auch schon auf die Familie, auf die Freunde, auf die Nachbarn, auf die Arbeitskollegen genauso ausdehnen, wie auch auf Wunschpartner oder Wunschpartnerin. Die Liebenden auf den Ritter der Schwerter. Das ist etwas, was man als, man könnte sagen, kontraproduktiv natürlich bezeichnen könnte, aber auch als Annäherungsversuch bezeichnen kann. Gerade so etwas wie Provokation. Wenn man jemanden provoziert, macht man das natürlich auch nicht ohne Grund. Warum provoziert man jemanden? Ihr kennt mit Sicherheit dieses Sprichwort, was sich liebt, das neckt sich. Manche nehmen das vielleicht etwas zu wörtlich oder etwas zu ernst und machen hier jemanden sozusagen nicht ein Kompliment, sondern kritisieren hier jemanden, weil sie jemanden aus seiner oder ihrer Komfortzone locken wollen. Weil sie wissen wollen, wie ist die Reaktion. Sie wollen die Grenzen austesten und man will hier jemanden aus der Reserve locken. Warum tut man das?
weil hier keiner von euch beiden in die Vollen geht, weil es einer von euch beiden sich nicht traut und weil es der andere von euch beiden eben auch noch nicht gemacht hat, entweder aus dem Spiegelverhalten oder ihr seid beide eine relativ schüchterne Person. Das kann natürlich so oder so sein und es gibt viele Szenarien, wo etwas derartiges natürlich dargestellt sein kann, aber etwas, was sich grundsätzlich von dem Gewohnten unterscheidet, soll hier einen Zweck erfüllen, nämlich, dass hier einer von euch beiden beispielsweise mal aus sich herauskommt, aus der Komfortzone herauskommt. Dass man aber es mit einer derartigen Provokation auch gehörig natürlich dann verschlimmern kann, dass man es sich verscherzen kann beim Gegenüber, wird ja der ein oder andere genauso rausfinden. Und das ist eben dieses Komplizierte, es ist aber auch das Risikoreiche an diesem Spielchen, nenne ich das jetzt mal, weil es ist nichts anderes, es ist ein Spielchen. Dieses Auf-Cool-Tun, dieses sich mysteriös präsentieren, dieses jemanden necken oder jemanden provozieren, weil man es selbst nicht schafft, es ist nichts weiter als ein zwischenmenschliches Spielchen, was natürlich dann viele greifen darauf zurück, weil sie sich nicht wissen, anders zu helfen. Gerade schüchterne Menschen, gerade Menschen, die zu viel zerdenken und nicht in der Lage sind, ein Risiko oder ein Wagnis einzugehen. Das ist natürlich weder kritikhaft noch böse gemeint, weil ich weiß auch nicht mal, ob ihr das macht oder ob es euch betrifft. Natürlich, das kann so oder so rum sein. Ich verstehe, warum man das tut. Allerdings halte ich das deswegen nicht unbedingt für sinnvoll und auch nicht für richtig. Die 10 der Münzen, also ob das Ganze hier einen Erfolg haben wird, wird hier gehörig in Frage gestellt. Wo man es sich wünscht, jemandem näher zu kommen und wo es eine Zeit lang wirklich vielleicht sogar Tag und Tag besser und besser wird, wo man sich näher und näher kommt, mehr und mehr über das Gegenüber erfährt, wo man enger aneinander wächst, ja, und das wird hier über eine gewisse Zeitspanne so laufen. Irgendwann kommt hier eine Äußerung, irgendwann kommt hier eine Handlung oder eine Aktion, die das Ganze wirklich gehörig in Frage stellt, die zu viel Verwirrung und Konfusion führen wird und wo man hier gut und gerne auch sich alles zunichte machen könnte, was man bislang im Positiven aufgebaut hat. 10 Münzen bedeutet langfristiger Erfolg, es bedeutet Schutz und Geborgenheit, Sicherheit, genauso wie so etwas wie das Gefühl, angekommen zu sein, das Gefühl, gewertschätzt zu werden. Das ist alles hier drin dargestellt. Und auf das Ass der Kelche hatte man hier in der Spiegelung einen Eindruck, dass das Ganze Potenzial dazu hat, dass das Ganze ewig halten soll. Wie auch schon vorhin gesagt, jemand könnte hier jemanden die Welt bedeuten. Aber mit den 2 der Münzen hier könnte man das gut und gerne jetzt in Frage stellen. Ist das so oder ist das nicht so? Und ist es mal so und ist es mal nicht so? Woher kommen diese Schwanken? Woher kommen diese Tageslaunen? Warum sagt dieser Mensch einmal etwas so Nettes und einmal etwas so Beleidigendes? Man kann es sich nicht erklären, man versucht es sich zu erklären, aber je mehr man sich darüber Gedanken macht, je mehr Gründe man sich da vielleicht auch in seinem Kopf zusammenreimt, je mehr Internetseiten man wälzt, je mehr irgendwelche Videos man sich anschaut, was auch immer, je mehr Informationen man versucht darüber zu sammeln, man hat dann irgendwann eine derartige Informationsflut, wo man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, wo hinten und vorne im Prinzip kein Licht am Horizont ist. Und hier mit der Spiegelung zu dem Narren können wir hier die Hauptenergie sehen, dieser Wunsch nach Klarheit, dieser Wunsch zu wissen, wo stehe ich? Und manche schaffen es dann bei diesem Wunsch auch nachzugehen, das Gegenüber zu konfrontieren und sagen, du, wie siehst du mich eigentlich? Was bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Und dann muss man hoffen, und einem bleibt da meistens gar nichts anderes übrig, dass dieser Mensch in einer derartigen Laune und nicht in einer derartigen Laune ist. Und ich hoffe, ich habe euch diese beiden Unterschiede dieser beiden Kommunikationskarten bereits naheliegend erklären können. Und man hat da so eine Art 50-50-Chance, wie man es auch beispielsweise hier sehen kann. Ob man das tun will, die meisten möchten es nicht tun. Gerade Menschen, die schüchterner sind, zurückhaltender sind, vorsichtiger oder behutsamer sind, die schaffen eine derartige Konfrontation nicht durchzuziehen. Wer bin ich für dich? Was bin ich für dich? Was siehst du in mich? Spiel mit offenen Karten, sag mir, was Sache ist. Das schaffen derartige Menschen generell nicht oder nur sehr, sehr schwer nach größerer Überwindung. 4 der Kelche. Ich sehe, dass man es hier wirklich sehr schwer machen kann, obwohl das natürlich nicht unbedingt nötig ist. Aber wer hat schon eine derartige Übersicht, einen derartigen Durchblick, gerade wenn man hier Schmetterlinge im Bauch hat oder die rosa-rote Brille auf hat, gelingt es einem nicht immer das Offensichtlichste, das Logischste und das Rationalste zu sehen. Das ist natürlich etwas, was gang und gäbe ist, etwas, was ich als außenstehende und objektive Person hier sehr schnell sehen kann, könnte euch beiden absolut nicht geläufig sein. Dass man sich hier spiegelt, dass der eine sozusagen es dem anderen versucht gleich zu tun, dass man hier jemanden provozieren will, weil man
etwas rauskitzeln möchte aus ihm oder ihr, weil man sehen will, wo sind die Grenzen, weil man sehen will, wie reagiert dieser Mensch etc. Man macht es sich hier unbewusst und ohne, dass man es will, schwerer, als es eigentlich sein müsste. Vier der Kelche, ich habe es euch hier auch schon erklärt, Ablehnungsthema beziehungsweise auch diese Torschlusspanik. Und die wird hier auch in Zukunft noch eine Rolle spielen. Und mit dem Teufel wird das Ganze eher noch intensiver werden, als dass es leichter wird. Es geht hier um die Zwischenmenschlichkeit, es geht hier um eine Wunschfreundschaft oder eine Wunschpartnerschaft für die meisten von euch, so wie ich es interpretieren kann. Und die vier der Kelche hier hinten im Outcome können auch bedeuten, dass man sich aufgrund dessen, was hier passiert, vielleicht etwas rar machen könnte, vielleicht den Kontakt etwas einschränkt oder eben nicht mehr so häufig miteinander interagiert. Zunächst einmal, dass man hier das typische, ich brauche jetzt ein bisschen Abstand oder ein bisschen Zeit für mich, das kann hier damit eingeleitet werden, aber das möchte ich mir natürlich jetzt im weiterführenden Reading nochmals ganz genau anschauen. Nicht nur die Karten, sondern über die ganze Situation will ich hier mehr in Erfahrung bringen. Ich hoffe, da noch tiefer eintauchen zu können, noch mehr Details zum Vorschein bringen zu können. Und solltet ihr euch, liebe Jungfrauen, in einer derartigen Situation befinden, könnt ihr etwas mit diesen Energien anfangen? Erkennt ihr euch oder euer Gegenüber darin oder kurz gesagt, resoniert ihr mit diesem Reading? Dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten, der erste Link direkt, würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dem nachzugehen. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit natürlich viel anfangen. Ihr habt nichts Negatives daraus zu befürchten. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen Mai. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.